Herbstwald. Ufer, Zirkus. Ab zum neuen Ufer. Huch, da sitzt ja jemand. Ein Fremder, was er hier wohl zu suchen hat? Ja, reden wir doch mal mit ihm. Nein, danke. Mich dürstet es nach ganz anderen Dingen. Nach einer sinnvollen Aufgabe zum Beispiel. Oder Respekt. Ich gebe ihm lieber nicht die Hand. Ich möchte keine Warzen bekommen. Was für eine merkwürdige Kreatur. Können wir ihm vielleicht ein Gebiss geben? Nein, danke. Das brauche ich nicht. Wir Chaski haben sehr feste Zähne, musst du wissen. Feste Zähne, loses Mundwerk. Was sagst du? Ach, nichts. Ein Haarnetz vielleicht. Er sieht nicht so aus, als hätte er Haarprobleme. Zumindest nicht mehr. Wie wär's mit einem Taschentuch? Brauchst du ein Taschentuch? Was? Sehe ich etwa so aus? Wie ein Taschentuch? Um ehrlich zu sein, ja. Wie ein benutztes sogar. Das ist ja auch ein bisschen gemein. Was soll ich denn damit? Ich bin ein Abenteurer und kein Trödelhändler. Entschuldigung, wie konnte ich das nur verwechseln? Ich brauchst du eine Karte. Nein, danke. Wir Chaski verfügen über einen famosen Orient. Ich kann dir sogar mit verbundenen Augen noch sagen, wo Asten und Westen ist. Du meinst nicht zufällig Osten. Die Anfänger sagen Osten, aber wir Profis haben unsere eigenen Begriffe. Tja. Kompass also auch nicht. Nein, danke. Wir Chaski. Ich kann. Du meinst nicht. Die Anfänger. Okay, wenn du für eine leere Schatulle. Was soll ich denn damit? Ich bin ein Entschuldigung. Ein Bärenkralle. Nein, danke. Wir Chaski sind auch so. Okay, der Chaski braucht nix. Was soll ich denn damit? Ich bin ein Entschuldigung. Offenbar gehört es zu meinen Aufgaben, Publikum heranzuschaffen. Mein Leben ist eine einzige große Demütigung. Okay. Ein Ast. Okay. Wir haben einen Ast. Was ist der Ast rein? See. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein. Das ist nur mein Spiegelbild. Nein, danke. Mich dürstet es nach einer Sinn oder Respekt. Ich wasche meine Hände später. Eine Insel. Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber sie ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Ja, also. Du willst einen Ast haben. Was soll ich denn damit? Ich bin ein Abenteurer und kein Trödelhändler. Entschuldigung, wie konnte ich das nur verwechseln? Vielleicht hilft uns der Audiokommentar weiter. Jetzt ballert der mal wieder. Das hier, der Screen, da hast du dich doch am Norderstedter Stadtsee inspirieren lassen. Richtig, oder? An dem Stadtsee. Gibt's den? Es gibt die Kieskuhle. Die Johnson. Ja, die ist so ähnlich, Johnson, oder? Johnson Kieskuhle. Ja, genau. Richtig. Ja, die haben sie ja, ja, schön. Genau, die haben sie im Zuge der Landesgartenschau auch, haben sie die ganz schön. Früher konnte man da umsonst baden. Ja, ja, hast du gemacht? Johnson. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, hast du auch gesungen da? Jetzt ist Teil vom Ariba Freibad geworden. Nee. Bobby ist ein cooles Thema. Der Begriff Chaski, den ich hier verwendet habe, um diese Boten des Königs zu betiteln, den habe ich nämlich... Okay, wir haben noch nicht mit ihm geredet, aber wir konnten auch noch nicht. Aber den Begriff Chaski habe ich recherchiert. Okay, jetzt spoilert er wieder. Da bin ich drauf gekommen, dass halt in Südamerika Boten Chaski hießen, weil die halt irgendwie sehr viel über Gebirge klettern mussten und so weiter. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ich fand halt irgendwie diese heldenhaften Boten, die halt Nachrichten übertragen mussten und dann halt irgendwie über so mit Rucksack und Gepäck und so weiter über diese Hängebrücken und so weiter, die man halt irgendwie aus Abenteuerfilmen oder Alter, wo ist mein Lama oder so
kennt. Das ist super, das wusste ich gar nicht. ja, die heißen tatsächlich Chusky, das ist tatsächlich ein richtiger Begriff. Und den habe ich benutzt für die Legende der Chusky. Und es ist halt besonders schön, so einen Begriff einzuführen und gleich wieder zu kompromittieren, weil Bobby ja als Chusky halt von dem Kodex der Chusky spricht und was das nicht für tolle Leute sind. Mal versuchen, mit denen zu sprechen. Halt die totale Flachfluppe ist. dass man halt nicht genau weiß, ob es da irgendwelche heldenhaften Chusky gibt oder ob das nur alles seinem Bratpfanden Kopf entspringt. Weiß ich gar nicht. Sehr schön. Richtig? Sehr schön. Nee. Das, wie sprechen wir mit dem? So gut gemacht. Ja, im nächsten Screen schon wieder nicht mehr, aber. Dann wir müssen noch mal versuchen, mit ihm zu reden. Hallo. Ah! Oh, Gott sei Dank. Auf einmal geht's. Du bist offenbar kein Aspekt. Sehr schön. Was bin ich nicht? Ach, nichts. Alles bestens. Endlich treffe ich mal jemanden. Kommst du hier aus der Gegend? Nein, wir sind mit unserem Zirkus auf der Durchreise. Mist, wäre ja auch zu schön gewesen. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du ein Spion der Askil? Vielleicht. Ach, so ein Unfug. Natürlich bist du kein Askil. Es tut mir leid. Ich bin nur etwas nervös. Mein Name ist Bobby. Ich komme von weit her. Oh ja. Ich bin ein Chusky, musst du wissen. Und du bist? Ich bin Chusky. Meine Familie hat einen kleinen Wanderzirkus. Verstehe. Du bist so eine Art Clown? Wir sind Schausteller. Also ein Clown. Du siehst nicht gerade fröhlich aus, wenn ich das sagen darf. Chusky, was bedeutet das? Was? Du kennst die Chusky nicht? Das Wort bedeutet Bote. Wir erledigen wichtige Aufträge für den König. Chusky, jetzt dämmert es mir langsam. Opa hat von euch erzählt. Aber du kannst kein Chusky sein. Ach ja? Warum nicht? Sieht er, was da steht? Corona. Das C-Wort. Chusky sind noble Botschafter Coronas und. Ach ja? Und wo denkst nicht du, das C-Wort. Ich her? Naja, du siehst eher aus, als kämst du aus einem. Ich komme, jawohl. Wie das? Vom Königshof. Spielst du schon etwas aus älter? Corona? Das glaube ich dir nicht. Das ist ein C-Wort. Und ich bin im königlichen Auftrag unterwegs. Das Spiel ist schon etwas älter, aber nicht schlecht. ja. Chusky sind mutige Helden, keine... Das stimmt. Was denkst du denn, was mich hierher verschlägt? Ich befinde mich auf einem haarsträubenden Abenteuer. Das Schicksal der Welt liegt in meinen Händen. Du übertreibst. Kein Stück. So ausweglos war die Lage selten. Ich erzähle dir lieber nichts davon. Du könntest nachts nicht mehr ruhig schlafen. Ha, dann wäre ja nichts verloren. Und auf YouTube dann unten unter dem Video mal kennt, auf Video, es könnte mir mal in die Kommentare schreiben, ich selbst sehe das ja nicht, könnte mir mal in die Kommentare schreiben, ob das dieser berühmte Banner dort unten, denn immer, wenn oft genug das C-Wort ausgesprochen wird, dass dann der Banner drunter steht, der Aufklärungsbanner, dann drin steht, Coronavirus 2019, Covid-19 und es ist doch ein Wikipedia-Link und so weiter. Aber sie das ja auch einige mit reingemacht haben. Jetzt habe ich es sogar selbst genannt. Das wird wahrscheinlich stehen. Chusky sind raffinierte Spurenleser und keine... Auch wenn es vielleicht so aussieht. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo es lang geht. Das ist alles. Chusky sind heitere Abenteurer und keine... Ha, das musst du gerade sagen. Bei deinem Anblick geht auch nicht gerade die Sonne auf, weißt du? Ich habe nicht gut geschlafen. Ich leide unter Albträumen. Albträume, sagst du? Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Chusky. Und ich habe leider keine Zeit, dir von meinen tollkühnen Abenteuern zu erzählen. Schade eigentlich. Sie sind sehr spannend und episch. Und hier und da gibt es sogar amüsante Passagen. Tja. Ein Jammer. Was genau ist denn dein Auftrag? Nicht, dass mich das wirklich interessieren würde. Eigentlich ist das geheim. Aber na gut,
Ich erzähle es dir. Ich trage ein wertvolles, mächtiges Objekt bei mir. Den Flüsterstein. Den was? Flüsterstein. Küstnerbein? Den Flüsterstein. Hör doch zu. Wie denn, wenn du so nuschelst? Mein Auftrag ist es, ihn nach Corona zurückzubringen. Ach, zum Schloss des Das Land, die Insel heißt doch, die Insel ist so. Es ist doch schön. Flüsterstein? Das klingt aber nicht besonders mächtig. Viel weiß ich auch nicht darüber. Aber ich weiß, dass er sehr wichtig ist. Die königliche Steinsammlung wäre sonst einfach nicht komplett. Damit ist nicht zu spaßen. Soweit ich weiß, benötigt ihn der König, um das Ende abzuwenden. Gibt's noch etwas, was er uns über den Flüsterstein sagen kann? Das wäre vielleicht ganz interessant. Und jetzt soll ich dir wahrscheinlich mit deinem Auftrag helfen, richtig? Haha, der Clown will einem echten Chaski bei seiner Mission helfen. Das ist ja echt zum Piepen. Was denn? Ich kann sicher nützlich sein. Unmöglich. So viel wie du habe ich schon lange drauf. Hahaha, als Clown bist du schon mal nicht schlecht. Was auch immer. Dann mach dein Kram doch alleine. Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich kann ja verstehen, dass dich meine Abenteuer faszinieren. Ja. Wow. Aber du weißt einfach nicht, worauf du dich da einlässt. Das Leben eines Chaskis ist voller Gefahren. Du bringst dich in große Schwierigkeiten. Wenn du mir helfen willst, musst du dir ganz sicher sein. Ich habe das Gefühl, der Flüsterstein wird uns noch öfters begegnen hier in diesem Abenteuer. Ich bin mir sicher. Also mutig bist du schon mal. Das ist gut. Aber bist du auch geschickt genug? So geschickt wie du bin ich schon lange. Wenn das stimmte, wäre das großartig. Geschicklichkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Chaski. Ich frage mich aber, ob du optimistisch genug bist. Eigentlich machst du eher einen negativen Eindruck auf mich. Chaski zeichnen sich aber durch ihr sonniges Gemüt aus. Daraus schöpfen sie die Energie, auch in der schwierigsten Lage noch einen Ausweg zu finden. Bist du wirklich fröhlich genug? Immerhin bin ich ein Clown, oder? Stimmt. Haha. Wie konnte ich bloß zweifeln? Na dann. Es sieht so aus, als wenn du die nötigen Eigenschaften mitbringst. Bestimmt. Super. Ich bin nämlich wirklich verzweifelt. Und die Zeit rennt mir auch langsam davon. Mach dir mal nicht so viele Hoffnungen. Ich bin nicht besonders gut in sowas. Eigentlich werden die Probleme immer nur schlimmer und komplizierter, sobald ich mithelfe. Das klingt eigentlich weder mutig noch fröhlich oder geschickt. Vielleicht sollte ich deine Fähigkeiten erstmal auf die Probe stellen. Ein Test? Ja, du könntest mir etwas zu essen fangen. Ein Fisch wäre jetzt genau das Richtige. Was? Ich soll dir einen Fisch fangen? Ich wollte dir auf deiner Mission helfen. Um den Büttel zu spielen, kann ich genauso gut wieder zurück zu meiner Familie. Immer langsam. Erst einmal zeigst du mir, was du drauf hast, indem du mir einen Fisch fängst. Und dann weihe ich dich in meinen Auftrag ein. Meinst du, du bekommst das hin? Kannst du dir nicht selbst was fangen? Ha! Natürlich könnte ich das. Ich bin immerhin ein Chaski. Aber dies ist deine Lektion. Du musst sie ganz alleine bestehen. Können wir das mit dem Fisch nicht überspringen? Nein, Sedgwick. So leid es mir tut. Ich muss wissen, was du kannst, bevor ich dich in die Wege der Chaski einweihe. Die Wege der Chaski? Oh, Himmel. Ich sehe viel Potenzial in dir, aber die Mission ist zu wichtig. Ich muss sicher sein, dass du auch das Zeug dazu hast. Was auch immer. Ich krieg das schon hin. Ich glaube an dich, Sedgwick! Oh je. Yeah. Ich trau mich gar nicht. Stimmt es, was man sich von Corona erzählt? Kommt drauf an. Was erzählt man sehr anstrengend. Das Spiel. Die Zukunft. Oh nein. Ein Hellseher-Spiel. Ich habe gehört, dass das Ende bevorsteht. Das Ende das mit Corona. Leider. Das Land um Corona hat sogar bereits begonnen, auseinanderzufallen. Wie in meinem Traum. Du hast davon geträumt? Oh, das ist nicht gut.
Das ist überhaupt nicht gut. Wieso sagst du das? Ach nichts, vergiss es einfach. Das ist der König, ist etwa in Corona durch Corona, gestorben. Ich habe gehört, dass der König tot ist. Er ist nicht tot, aber er ist sehr schwach. Ich glaube, es ist das bevorstehende Ende, das ihm so zu schaffen macht. Ich habe gehört, dass Corona gefallen ist. Noch nicht, aber die Lage wird immer bedrohlicher. Die Askil sind bis zum Schloss vorgerückt. Die Askil? Ja, ein abscheuliches Volk. Ich fürchte, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich habe eigentlich nur Gerüchte gehört. Nun, es stimmt nicht alles, was man so hört. Aber die Lage ist ernst. Ja. Auf jeden Fall. Meinst du, dass meine Träume etwas zu bedeuten haben? Mein Bruder Ben sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, hör auf deinen Bruder. Schlaf einfach weiter und tu so, als wärst du niemals mit den großen Problemen dieser Welt in Berührung gekommen. Ja, als hättest du mich nie getroffen. Das ist besser für dich. Ignoriere einfach, dass die Welt am Abgrund steht und dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ach, du denkst, ich übertreibe? Es hat bereits angefangen, Sedgwick. Das Land zerfällt. Das Ende rückt immer näher. Wie in meinem Traum. Das war dein Traum? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso? Es sind nur Träume. Nur Träume? Nur Träume, sagt er. Und wenn nicht? Was, wenn es eine Vision ist, hm? Eine Vision, sagst du? Zugegeben, sehr unwahrscheinlich in deinem Fall. Nur wichtige Leute haben solche Visionen. Könige, Orakel und Chaski. Trotzdem... Der Gedanke ist beunruhigend. Das Wichtigste. Hast du Lust auf Zirkus? Was? Spinnst du? Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für solche Kindereien? Geh du mal ruhig zurück in deinen Zirkus, Kleiner. Ich hingegen muss mich um die großen Aufgaben dieser Welt kümmern. Die großen Aufgaben dieser Welt liegen in deinen Händen? Ist ja beruhigend. Ja, ha! Und weder Elefanten noch bunte Bälle können mich von meiner Aufgabe ablenken. Nicht einmal lustige Äffchen mit Hüten. Ihr habt nicht zufällig auch Äffchen in eurem Zirkus, oder? Nein. Nein, war ja klar. Und wenn, hätte es mich auch nicht interessiert. Denn ich bin ein Chaski und nichts kann mich von meiner Aufgabe abhalten. Tja. Wegen dieser Aufgabe. Bist du noch nicht fertig? Mir platzt gleich der Magen. Ich schaff das nicht. Du kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben. Ein Chaski, gib niemals auf, Sedgwick. Ich bin kein Chaski. Und auf diese Weise wirst du auch nie einer. Ich gebe dir einen Tipp. Wenn du nicht weiterkommst, frag dich einfach, was würde Bobby in dieser Situation machen? Tatenlos rumsitzen. Wie ich sehe, muss ich dir noch eine ganze Menge beibringen. Ich krieg das schon hin. Ich glaub. Bis später. Ebenso. Okay, wir müssen Fische angeln gehen. Ich glaube ja nicht, dass ich imstande bin, Fische mit der bloßen Hand zu fangen. Nein, keine Chance. Ich komme nicht nah genug an die Fische heran, ohne dass sie vor mir flüchten. Ich bin einfach zu ungeschickt. Vielleicht nur mit dem Ast und mit dem Nest? Na, mal sehen. Ein dürftiger Kescher für einen dürftigen Clown. Passt doch. Und mit dem Taschentuch. Was ist mir denn da schon wieder ins Netz? Und zu gucken. Vielleicht können wir jetzt im See. Hey, das hat ja tatsächlich funktioniert. Da hat der ungeschickte kleine Bruder wohl doch mal was geschafft, hä? Einen Fisch haben wir hier. Na dann. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch gefangen. Oh, miam. Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten. Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen. Aber sei gewarnt. Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr. Die Askil sind mir dicht auf den Fersen. Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast ja keine Ahnung. Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon. Ich bin mir absolut sicher. Wie du willst. Also, hast du schon einmal von Sharna gehört? Sharna.
Ist das nicht diese Krankheit, bei der einem die Füße so jucken? Nein. Ich glaube, was du meinst, ist Fußpilz. Ich rede von Shana. Sie ist ein Orakel, eine Art Hellseherin. Und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald. Aber es ist wohl doch nur eine Legende. Ich habe mich schon halb tot gesucht. Ich werde die Suche abbrechen. Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich fürchte nämlich, die Askil sind mir auf den Fersen. Sag mal, wegen dieser Shana. Ja, was ist mit ihr? Tja. Was willst du denn von müssen Shana? Sie wahrscheinlich Corona suchen, ist weit entfernt. Ohne Hilfe würde der Weg dorthin Monate dauern. Ich habe die Hoffnung, dass Shana Rat weiß. Es muss eine Möglichkeit geben, den Weg zu verkürzen. Ein Orakel? Kann sie auch Träume deuten? Natürlich. Dann muss ich auch zu ihr. Vielleicht haben meine Träume etwas zu bedeuten. Ich kann dich ja mit hinnehmen. Wirklich? Das wäre großartig. Endlich werde ich rausfinden, was es mit diesen Träumen auf sich hat. Vorausgesetzt natürlich, wir finden sie. Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll. Aber wo genau? Keine Ahnung. Ich bin über die Hügel im Osten gekommen. Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal und den ganzen Herbstwald. Aber eine Hütte? Fehlanzeige. Das Einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert, sind diese Ruinen im Westen. Aber da war ich auch schon. Ein paar Säulen und Statuen. Sonst nichts. Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge. Tja. Und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst. Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden einen Überblick verschaffen. Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein. Ja, auf jeden Fall. Das wäre zumindest ein Anfang. Genug von Shana. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn? Bis später. Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Shana hast, ja? Okay, wir haben es auf der Karte markiert bekommen, oder? Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht... Ich war noch nie gut. Dafür kann ich ohne Ende Papier knopfen. Okay. Nein, das ist... sagte der Kleine. Eine Kreide. Okay. Jetzt sollte ich mich... Ah, jetzt kommen wir hier hin zum Baum, zum Zirkus, zur Höhle, zurück in den Ruinen. Zurück zum Ufer. Ja, kleiner Funfact bei der Sache. Corona heißt, ist eigentlich ein Begriff, ich glaube Latein würde ich würde es jetzt mal behaupten. Latein heißt auch heißt Krone, das hat ins Krone, das macht schon Sinn. Anderer Funfact, ich hoffe, wenn dieser Part, Oktober, November oder September, keine Ahnung, wann der rauskommt, wenn ich den veröffentlichen werde auf YouTube. Hoffen wir alle, dass das mal nicht. Hoffentlich können wir dann schon. Ich meine, das haben wir auch schon 2020 gesagt. Hoffentlich können wir lachend darauf zurückblicken, aber. Das ist schwieriges Thema. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Live auf Twitch gestreamt haben wir das im Mai. Anfang Mai. Okay, bevor wir hier aufbrechen, gibt es neue Sachen für uns zu entdecken. Okay. Und unser Begleiter ist hier immer mit dabei. Nein, nicht gehen. Bleibst du. Ich würde ihn mal aufheben. Spot heißt er natürlich. Wusste ich natürlich. Mich nicht kurzzeitig mal vergessen. Das ist das Inventar. So, da können wir mal angucken. Das Loch im Baum. Der Baum scheint hohl zu sein. Aha. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Hallo? Niemand zu Hause. Für die, die jetzt erst einschalten, für die, die jetzt im zweiten Stream erst einschalten oder in diesem Part erst einschalten. Wir spielen
Cedric, den kleinen Clown. Und der ist ein bisschen traurig, der ist ein trauriger Clown. Er ist ein bisschen depressiv. Der sieht die Welt ein bisschen pessimistisch. Ganz schön harzig. Es sieht so aus, als würde der Baum bluten. Ja. Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen und er ist genauso holzig. Tja, heißt ja schließlich auch Baumkuchen. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Ja, tun wir noch mit dem Baum. Dies muss der Baum sein, den Bobby meinte. Er überragt alle anderen Bäume in der Umgebung. Aber wie soll ich da nur raufkommen? Ich kann doch nicht klettern. Ja, dann sage ich nur... Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Tja, toi, toi, toi dafür. Der Baum erinnert ihn und er ist... Okay. So, haben wir da drüben eigentlich schon mal nachgeguckt? Haben wir hier am Ufer? Ja, hier haben wir schon uns angehört. Entwicklerkommentare dazu. So, vielleicht haben wir was im Inventar, womit wir hochkommen können. Ich habe da so schon so eine Idee. Die Geräte können wir bestimmt ins Harz rammen. Damit kriege ich das Harz. Ich würde mir nur die ganzen... Ich bräuchte eine Art Gefäß. Okay, ja, Gefäß, aber das ist vielleicht in das Loch. Nein, auf diese Weise angle ich mir höchstens ein paar wütende Spinnentiere. Okay, dann halt nicht mit Kescher vielleicht. Das ist zu groß, um in das Loch zu passen. Aber vielleicht kannst du das Harz in die Schatulle füllen. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Richtig. Schaufel vielleicht. Das hilft mir auch. Das Harz abschaufeln. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die... Ich bräuchte eine Art Gefäß. Das hatten wir doch hier. Wir haben doch hier eine Art Gefäß. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Okay. Halt bekommt das nicht vom Baum. Bärenkralle. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. Okay. Das können wir irgendwas machen. Vielleicht mit dem Gips abnagen. Daraus aber erst einmal... Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, daraus leider hält es noch nicht zusammen. Mit dem Gebiss und eine Bärentatze, dann ist etwas daraus konstruieren. Okay, interessant. Müssen wir es noch woanders hin und da erstmal das Harz abholen. Das hilft mir auch nicht. Erstmal ein Gefäß holen, womit wir dann das Harz aufsammeln können. Wer ist denn bei den Ruinen?